antritt aus Karlsruhe. Ich freue mich auf diesen Rhein, seine albanische Flagge. Wir freuen uns sehr. Ja, mit der GBU, es kommt immer mehr Titelkämpfe nach Deutschland auch. Selbst Vincent Feigbutz hat ja nicht nur den Interkontinental-Titel der WBO, der World Boxing Association, nein, er hat auch den Global Boxing Union Gürtel Interkontinental. Und man darf gespannt sein, wo die WBU in ein paar Jahren steht, wenn ein Vincent Feigenbutz auch immer wieder seinen Gürtel in der GBU mitnimmt in die großen Fernsehsender. So, hier kommt ein Lokalmatador wieder aus Karlsruhe. Hier ist er. Max Meyer, Innocent und Cory, wir freuen uns darauf. Ist auch ein Karlsruher Jung. Kommt ursprünglich aus Nigeria. Integriert hier nach Karlsruhe mit seiner Familie. Ein richtiger Sportsmann. Sehr lustig auch. Fleißig. Seinem Freund und Co-Trainer Prinz Anthony Ketschi, auch ein sehr guter Boxer. Leider ist Prinz Anthony Ketschi durch eine Nervenkrankheit nicht mehr in der Lage zu boxen. Betreut aber dafür seinen Freund Max Meyer. Ja, kommt da. Eine tolle Show hier in Karlsruhe, Zirkuszelt. Rainer, Max Meyer, ich muss immer lachen. Ich weiß auch, wer ihm den Namen gegeben hat. Und ich weiß auch, warum. Es gibt auch einen anderen Kämpfer in Deutschland, der sich mit einem deutschen Namen rühmt. Wir können sagen, über Lautsprecher gibt es mehrere. Naja, also wenn wir jetzt von Adnan Kadic alias Felix Sturm sprechen, da hast du recht. Aber richtig, mit genau, Max Meyer hat es was anderes auf sich. Denn er ist ja nicht als Max Meyer irgendwo eingetragen. Er ist als Innocent Okori eingetragen. Wir haben das eher ironisch und voller Spaß Max Meyer genannt als Kampfname, nicht als Name. Ja, aber Max Meyer, mag ihn. Also ich war mit ihm schon etwas unterwegs. Und wenn ich mit ihm Interview führe oder vorstelle, er liebt den Namen Max Meyer. Ja, mittlerweile mag er mehr wie sein eigenen, er selbst. Naja, es gibt ja im Fußball da auch kommt einen da, Max Meyer. Wir sind gespannt auf den Fight. Sein Gegner Adil Rosili lebt in Deutschland, kommt aus Albanien, netter Kerl. Und in den Ring Max Meyer. Ja. Wird auch gecoacht von Hansi Brenner. Hansi Brenner. Weißt du, ob du schon erwähnt hast, GBU, Global Boxing Union, Supermittelgewicht, Kontinental-Europa-Titel. Ja. Also Rossini mit 12 Kämpfen. Sehr gute Bilanz. Aber auch unser Max Meyer hat noch nie einen Kampf verloren. Weiß nicht, wie es ist. Hat selbst in Österreich auswärts einen Riesenkampf schon gemacht. Hatte sich vor 3 Wochen eine Rippe mal ein bisschen angeknackt bei Vincent. Geprellt, ja. Genau. Der liebe Vincent Feigenbutz hat das im Sparring angetan, wie immer. Aber lasst uns sehen. Eine gigantische Show, die er da abzählt. Ja. Ich freue mich. Das ist wirklich toll. Das ist wirklich Zirkus hier in Karlsruhe im Zirkuszelt. Ja, dann schauen wir mal. So, los geht's. Los. Ich bin Kampf Nummer 8. Das ist jetzt der 8. Kampf heute Abend. Ja, wir haben also schon das Bergfest hinter uns. Wobei von der Zeit her, da die längeren Kämpfe kommen. Es waren ja alles nur kurze Kämpfe. Zweiter Titelkampf am heutigen Abend. Max Clever boxt Clever, wartet ab.
ausrutscht, das zählt natürlich nicht. Da müssen Sie ja drauf achten, ne? Also klar. Nee. Er hat sie weggeschickt. Was selbst? Er hat sie weggeschickt, ja. Er ist ausgerutscht. Ja, aber auch die Fotografen da müssen von der Seite her drauf achten, dass die Werbemann nicht reingeht. Na, ja, toll. Sieht ganz gut aus, was man da sieht. Beide Kämpfer am heutiges Abchecken der Strategie. Adil Fuxidi versucht es, glaube ich, mehr mit Körper-Kopf-Kombinationen, während Max Meyer den Vorwärtsgang sucht. Ich habe gerade eben festgestellt, der Gegner von Max Meyer hat sich an der linken Hand verletzt. Er hat ein bisschen den Mundwinkel angezogen und auf die linke Hand geschaut. Vielleicht hat sich am Daumen verletzt. Ich kenne diese. Beim Unfall, ne? Nee, gerade eben bei einem Schlag. Ich kenne das noch aus meiner eigenen aktiven Zeit. Wenn man nicht aufpasst, dann Daumen nach hinten, das tut ganz schön weh. Ja. Moment, versuch es mal mit Körperkombinationen, aber sieht ganz gut aus, wie es bei hier macht. Ja, ja. Tolle Geschichte. Ja. Und wie gesagt, also tolle Stimmung hier. Karlsruher Weihnachtszirkus. Tief geschlagen. Ringrichter hat es aber auch gesehen. Wir sind tolle Stimmung im Karlsruher Weihnachtszirkus, ausverkauftes Haus. Die Karlsruher Gäste sind ein dankbares Publikum. Alles wartet natürlich auch. Oh, schwerer linker Haken, ja, und hat auch getroffen. Aber Adel Rosidi beweist den durchaus. Nehmerqualität. Schon wieder diese Banden. Also, ich kann gar nicht verstehen, dass er ständig überlegen, welche Bande fällt, weil der Kameramann. Nein, ich glaube ich nicht. Doch, ja. Aber Max Meyer bereitet ordentlich vor, ne? Aber er geht auch wirklich ans Limit. Man sieht es, wenn er jetzt ans Netz geht. Er geht so schön mit dem Fuß und steht dann immer auf die Ringbande drauf. Aber jetzt sieht man ja, bewegt sich. Ans Netz. Wir sind hier in einer Kampfsport. Ja, genau. So. Ja. Aber er sucht eine Entscheidung. Er sucht Hinterkopf. Naja, das war nichts. Eigentlich war nichts. War nichts eigentlich. Ja. Aber erzähl dir dann. War eigentlich eher Hinterkopf oder auch im Fallen. Ja. Für die Sieger in den Ring DJ Uwe Vettel und Franz Römer von der Firma Sonic Audio Veranstaltung. Ja, also hier sind wir. Wir sind wieder in der zweiten Runde. Innocent Okori macht gleich wieder Druck. Der kleine Niederschlag in Runde 1 war wohl eher für mich ein kleiner Ausrutscher. Aber er geht natürlich wieder nach vorne. Und Thomas kommt jetzt auch wieder hierher. Ich glaube, dieser Niederschlag oder dieses Anzählen hat ihm noch richtig Ansporn gegeben. Ja, ja. Ja. Er rutschte bis hat wahrscheinlich kein Profil auf der Sohle, aber sonst. Keine Winterreifen drauf. Guck dir mal die Schuhe an. Ja, die Schuhe sind schon, die Schuhe sind schon kaputt, aber ja, ehrlich. Ja. Hoffentlich kann er sich von seiner Garage neue Schuhe kaufen. Ne? Das hoffe ich auch.
Kommt immer aufs Management an, was das Management ist, wenn du abziehst. Also, ja. Normalerweise soll es immer für ein paar Schuhe reichen. Aber ja, also Max Meyer. Oh, oh, oh! Schlag in den Rücken. Kann er bis zu 5 Minuten Pause verlangen? Kann man mal schauen. Oh, die Nase ist auf. Ja. Der Inner Sinne war wieder Zeit für den Spaß. Mhm. Dann geht er ein bisschen. So, oh, jawohl, noch. Oh. Oh. Das war jetzt eine rechte. Warum er nicht in die Ecke geht, der muss ihn das. Hey! Innocent! Er hat es nicht ganz verstanden, ne? Das ist. Er fährt seinen eigenen Film, glaube ich, gerade. Mhm. Aber eigentlich ganz toller Kampf, ne? Wirklich mal. Sein Coach, nicht nur der Trainer, der Coach ist auch der Prinz. Prinz? Ja, EKG. Das geht schon, genau. Selbst auch mal erfolgreicher Profiboxer gewesen. Thomas, Runde 3, es geht in die dritte Runde. Er war leicht angeschlagen, hat eine Verletzung an der Nase, der Adil Rashidi. Aber, oh, oh, jetzt hat er aber den Prinz. Oh, verheerend getroffen. Prinz. Jetzt hat es mir Schneider ihm gesagt. Selbst, der muss aufpassen, er ist ja auf, wenn er da selbst was kassiert. Ne? Mhm. Schöne Linke. Ja. Ja. Ja, Kampagor, ein technisches K.O. Müssen wir abbrechen? Ja. Ja, Rainer. So schnell geht's, haben wir auch gesehen. Dritte Runde, jawohl. Ah, ist ein bisschen verletzt auch. Ja. Wobei, für Hauptkämpfe natürlich nicht schlecht heute, Karlsruhe. Ja. Ich bin mal auf die Hauptkämpfe gespannt dann später, wie lange das Spiel geht. Wobei, ich würde sagen, das ist schon auch ein Hauptkampf gewesen, Max Meyer, ne? Das ist ein Titelkampf. Geht immerhin um einen Kontinental-European-Titel, ne? Dennoch würde ich sagen, ab so Maria Lindberg, Lionheart, Iron Junior und Caro Schröder, das sind dann die. So, jetzt kommt gleich noch ein MMA-Kampf und dann geht's ja in die Pause. Ja. Aber Max Schumacher hat einen Job gemacht, hat seine Pflichtaufgabe erfüllt in Karlsruhe. Ja. In der dritten Runde den Kampf gewonnen. Es ist 21 Uhr. Hier siehst du den Niederschlag jetzt, ja. Letzten. Ja. Es ist 21 Uhr, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, wir haben noch 6 Kämpfe vor der Brust. Und alle haben, außer dem Spartacus Dragon, Markus Wuckners Kampf, haben wir alles 10 runter, genau, in Boxen. Ja, es kommt noch ein MMA-Kampf dann. Ja, nur 3 Runden oder auch nur 1 oder 2, wobei die dritte ja auch sehr lang gehen kann.
kann, sage ich. Ne? Ja, die kann ja bis zum Ende gehen, aber ich habe noch keinen Kampf erlebt, wo es länger als 5 Minuten geht. Ja, ja. In der dritten Runde. Ja. Das war ja der GBO Intercontinental Europameisterschaftstitel in Supermittelgewicht und Sieger durch K.O. in der dritten Runde und der 41. Sekunde aus der roten Ecke. Und hier aus Karlsruhe, es sind Maxi Okoye! Ja, liebe Boxfreunde, toll. Max Meier hat gewonnen. Ich werde mich jetzt wieder verabschieden. Für ein paar Minuten werde ich mein Interview machen, komme dann zurück. Ich werde dann wieder hingehen und werde. Sie werden nun ein paar Minuten ohne uns beide auskommen müssen.